Hallo und herzlich willkommen hier zu weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, wir haben einen Hund kurz begrüßt. Und wir grüßen noch kurz die Katze. Ja, ich habe vorgespult, das haben wir den 2. Juni. Und dann der Mietz läuft weg. Und wir der Hahn mal auf Misthaufen, ne? Na, erzähl mal, wie wird das Wetter? Aha. Jetzt bist du ruhig. Okay. Gut. Auf zum Traktor mit dem Anhänger und wir fahren mal kurz zum Feld und gucken mal an, wie es aussieht. Und wenn es dann passt, können wir mit der Ernte beginnen. Das heißt, Drescher ausleihen und dann schon mal ja, beginnen. Ne? Aber wir fahren mal zum Feld, gucken, was los ist. Beim letzten Mal da war noch einiges grün. Fahrtrichtung wechseln. Das geht auch. Gut. Fahren wir kurz raus. Ich hatte den Anhänger schon letzte Folge angehängt. Um das schnell. Naja, schnell. Dass wir halt gleich starten können, ne? Wir fahren mal zum Feld. Und mal sehe ich. Und ihr dürft mitkommen. Ja, und guckt uns mal an, wie das Feld aussieht. Ob das Getreide reif ist, optisch. Und dann schauen wir kurz im Menü rein, ob es auch im Zustand her mäßig reif wäre. Wir können uns keine großen Experimente erlauben. Also. Wenn es noch nicht reif sein sollte, dann ist es ungünstig, dann ist es, ja, da sieht, der Drescher ist halt dann geliehen, ne? Ich wollte so um die 3 bis 4 Stunden, wollte ich ihn mir ausleihen. Mal schauen. Im Szenario war es ja so, dass da im Prinzip bei der Verkauf Abzüge gab, wenn es zu nass war. Das hatten wir letztes Mal nicht gehabt. Das scheint hier noch nicht drin zu sein. Also rein optisch gesehen ist nichts mehr grün, alles gut. Und dann mal ganz kurz hier rechts abstellen. Das sieht jetzt mal ganz sehr gut aus. Also so gesehen ist nichts grün und da ist auch nichts grün. Gut, dann machen wir den Motor hier aus. Müssen wir innen reingehen, ne? So, jetzt schauen wir ganz kurz im Menü rein, ob das entsprechend noch passt, denn gut, das ist hier, wenn ich Feld im Besitz. 3 ist das größte Feld. Wachstum 98%. Naja gut, ein paar Stellen, wo nicht so ist und der Rest ist gut. Bei Feld 4 90%. Feld 5 auch 90. Und Feld 7 ist auch 90. Schwierige Frage, ob das jetzt schon reif ist, ne? Ich meine, Dünger haben wir eh zu wenig gehabt, aber das war dann eh schon zu spät. Muss ich überlegen. 90%. Ich noch ein paar Tage warten, ne? Warten würde können. Gut, das sind unsere Kosten, die wir hatten bis jetzt, ne? Hier könnten wir Leute einstellen, aber wie gesagt, aktuell bin ich da noch ein bisschen klamm und hätte auch keine Arbeit, ne? Und das wären unsere Tiere, die wir kaufen könnten. Schwarz-bunt.
Das sind alles männliche Tiere. Ja, schwierige Frage, ne? Ich werde noch mal ein paar Wochen warten. Das ist mir doch zu gefährlich. Ich lasse den Traktor hier stehen. Das machen wir anders. So. Wir springen zum Hof zurück. Das ist so. Jetzt haben wir, ja, wir trafen 14 Tage noch. Wie gesagt, Mitte Juni. Das ist noch ganz günstig. Und dann schauen wir erstmal rein im Menü, ob wir 100% haben. So, 14 Tage. Ja, 13 oder 15. Früh um 8 ist gut. Jo, nochmal gewitterkräftig. Ja, Sommer, ne? Oder wird Sommer werden? Meteorologisch ist ja schon Sommer. Mit dem Kalender ist auch nicht ganz so, ne? So, schauen wir rein. 90%. Aber ist hier stärker 4, 90, 5. Ja, das ist schwierig zu entscheiden. Und zwar ganz schwierig. Es hat sich hier nicht ein bisschen getan, ne? Jetzt haben wir 17. Ich werde noch mal 14 Tage schlafen, ist ja auch nichts. Dann haben wir Anfang Juli. Dann haben wir Anfang Juli. Schlafen. Ich schau mal. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen, naja, Verlust haben, ne? Das wäre ganz schlecht. Ich habe nicht gespeichert, ne? Was nun Regen? Bewölkt haben wir. Wettervorhersage war auch irgendwo gewesen hier. Nein, hier nicht. Tiere, Geld. Charakter. Alle können mal gucken, wenn wir sitzen, unsere Felder machen. Da ändert sich nichts. 90%. Das heißt, Ernte. Gut, heute ist ungünstig, wir werden noch einen Tag schlafen. Das sieht echt nervs aus. Das wird nicht trocken heute. Einen Tag noch schlafen. Oder 23 Stunden. Ja, das passt. Wieder Gewitter für einen Tag. Gut, heute scheint Sonne, das ist gut. Dann gehen wir kurz aufs Feld. Ja, Sonne scheint. Tag Nuffi. Oder Rex. Das sieht gut aus, ne? Die Ähren so prallvoll. Gute, werden wir hier gleich mal. Naja, wir haben hier jetzt noch früh. 6 Uhr. Aber anscheinend hier geht hier nichts nach Feuchtigkeit und so weiter, ne? Hätte ich so sehen. Ich riskiere mal einfach. So. Wir brauchen ein Klaas Tucano. Den haben wir eh nur. Wir werden ihn mal für 4 Stunden mieten. Das müsste ausreichen.
Dann werden wir ein Steinwerk nehmen. Das Breite. Das werden wir auch für 4 Stunden mieten. Anders geht's ja gar nicht. So. Na, da haben wir schon. Wie gesagt, diesmal wollte ich ohne Schneidwerk auskommen. Weil das ist ja um die Ecke. Das ist ja der Nachteil bei Glas, die haben ja halt keine Räder mit drin, ne, im Schneidwerk. Dass man damit ohne Wagen fahren könnte. Da kommt kein Symbol. Achso, doch. So, mal gucken, wo unser Feld ist. F1. Ja, wo befinden wir uns eigentlich? Hier oben irgendwo, ne? Kreisverkehr. Hier oben. Na ja gut. Ich riskiere mal, ne? Jetzt haben wir 6 Uhr. Bis 10 Uhr muss er durch sein, die Ernte. Da ist die Biogasanlage. Wir fahren mal nicht aufs Feld, wir fahren mal ein bisschen daneben. Probier mal, ne? Junge, das hat nur geliehen. Pass da auf. Da ist die Klär. So. Ich müsste mal. Das kann also bleiben. Ich muss aktiviert in der Ernte. So, fahren wir hier lang. Gott, hügelig hier, ne? Gerade auch wieder knapp getankt, der Bursche. Da kommt garantiert irgendwann den Mecker, tankt alle. Ich meine, würde ich zur Not ohne Schneidwerk zum Hof fahren, ne? Also. Oder so Tankstelle halt, ne? Würde aber Zeit kosten. Das kostet hier auch Zeit. Also ich traue, ich habe keine Kollision, das ist gut. Die Sache kam mal vorbei. Brettern. Meine Fälle doppelt weit entfernt. Aber da hinten muss schon zu sehen sein. Bei der Windmühle. Da ist die Biosanlage. Oh, Hase. Kaninchen. Wo es kein Gegenverkehr kommt, ne? Das ist schlecht für den Gegenverkehr.
Und die Schilder haben keine Kollision, das ist gut. Gut, sonst würden die umknicken, ne? Es sei denn, sie richtig harten Stahl haben, ne? Also Volleisen haben, dann wird es gefährlich für den Schneidwerk. Bin ja gespannt, was wir verdienen werden an unser Korn. Hoffe, dass wir reichlich verdienen werden, ne? So ein Güllefass wäre nicht verkehrt, ne? Und wenn es nicht reicht, müssen wir halt ein Feld kaufen, ne? Ist doch ein bisschen weiter gewesen, wie ich dachte, aber also da. Da sind wir. Hier würde ich kurz mal das GPS-System aktivieren, damit wir nicht stehen lassen. Was haben wir noch an Geld? 4000. Falls wir nochmal gut Deutsch Brems aktiviert. Das vielleicht verbockt haben, ne? 12:30, ja. Stück vorwärts fahren. Und hätte die Striche nicht gesehen. Wir müssen ein bisschen nach links. Ich werde hier das erste Feld machen und dann das nächste. Da werden wir nicht durchfahren, das wird glaube ich nicht so ideal sein. Wäre aber eine Möglichkeit. So, Parallelsystem aktiviert, Lenker auch. Machen wir auf. Klappe, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sehe gerade die Zeit. Zeit ist um. Die berühmten 17 Minuten. Das ist recht gute Zeit. Dann mal tschüss. Ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter mit der Ernte. Tschüss.